Hallo, ich bin der Falk von der Firma Bogenjagd Profi und heute wollen wir euch den brandneuen für das Modelljahr 2025 PSE Decree vorstellen. . 2025 kommt PSE natürlich auch mit einem neuen Aluminiumbogen auf den Markt. Neben dem Carbonbogen, dem Mach 33, hat PSE jetzt auch den Decree auf den Markt gebracht. Der Decree hat 337 Feet per Second IBO Speed, 31,5 Zoll Axle to Axle, gibt es in den Gewichtsvarianten 50, 60, 70 und 80 Pfund, hat eine Brace Height von 6,5 Zoll und 31,5 Zoll Axle to Axle. Was ist besonders an dem Bogen? Ja, ich kann auch hier entsprechend die Let-Off einstellen, also 80, 85 bis zu 90% Let-Off, ganz normal einfach über eine Imbusschraube kann ich das einstellen. Er ist in verschiedenen neuen Farben rausgekommen, Bottomland zum Beispiel oder auch das Cryptic Skyfall gab es letztes Jahr schon mit den bronzenfarbenen Camps. Sieht auch hier sehr, sehr cool aus, finde ich. Mal ganz was Neues. Schön ist auch an dem Bogen, dass er einen anderen Griff bekommen hat. Der ist hinten gerader gemacht, insofern torxt man den Bogen nicht so viel. Das ist sehr, sehr angenehm und natürlich vorne auch eine Picatinny-Schiene drauf. So kann ich auch klassisch Visiere wie Ultraview Slider zum Beispiel vorne in die Front montieren als Picatinny-Version, damit dann im Prinzip das Gewicht in der Mitte des Bogens ist. Natürlich kann ich aber auch herkömmlich die Standardvisiere hier montieren. Ja, und wie der Decree sich schießt, das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt gucken wir mal, wie der Decree sich schießt. Auffällig, der Bogen liegt sehr angenehm in der Hand, ist natürlich ein bisschen schwerer, das merkt man. Gerade wenn man jetzt Matthews Lift aus dem Vorjahr gewohnt ist oder den Mach 33 im Verhältnis kennt, sehr leichter Bogen. Ist so in der Gewichtsklasse, würde ich sagen, von einem Hoyt, aber sehr, sehr angenehm, sehr gut ausbalanciert. Der ist jetzt eingestellt auf 70 Pfund, 29 Zoll Auszug, mir ein bisschen lang, aber das kriegen wir geregelt. Und jetzt schauen wir mal, wie der Bogen sich schießt. Was sofort auffällt über diesen neuen Griff, der Bogen liegt sehr, sehr gut in der Hand. Das merkt man sofort, das gefällt mir gut. Ja, lässt sich super gut ausziehen, alles top. Und auch hier, ich bewege den Bogen, da kriege ich kaum Bewegung rein. Der wackelt nicht nach rechts, nicht nach links, der steht total tot. Ja, super gutes Schussverhalten. Genial, geht raus der Pfeil, schnell, das merkt man, dass da Dampf hinter ist, angenehm, soft, er hat ein bisschen Vibration im Nachgang, das merkt man, also da kommt so ein bisschen so ein kleiner Schock durch den Reiser durch, es ist kein Punchen, kein Schlagen beim Schießen, das ist es nicht, aber man merkt, es ist so ein bisschen eine Vibration, die im Nachgang da ist. Das kann natürlich nachher mit Anbauteilen, Stabi, und Visier wird das sicherlich deutlich minimiert werden. Es ist nicht unangenehm, aber man muss einfach sagen, es ist vorhanden. Ja, super gut, keine Frage. Genial zu schießen, ein bisschen Vibration, aber Dampf hinter liegt extrem ruhig. Mit dem Griff, muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Toller Bogen. Und da würde ich sagen, für denjenigen, der einen Top-Bogen sucht in sehr schönen Farben, sollte man sich den mal angucken. Ja, das war also die Produktvorstellung vom PSE Decree für das Modelljahr 2025. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen stellt die gerne in den Kommentaren. Guckt bei uns im Online-Shop vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.